Ja, ich habe jetzt nochmal gestartet, aus weil... Aus Liebe! Ja, hier ist so ein bisschen Richtung Heimat, ne? Und, Richtung Heimat. Und du ja auch. Ja, Peter Stepprath ist, hat eine Werkstatt bei uns in der Ecke und jetzt haben wir uns endlich gefunden. Hast eben mal kurz probiert und ich konnte nicht ans Telefon gehen. Ja, nur Hektik und Stress und die Polizei lässt halt nicht mehr durch. Das ist, wie, die lassen dich nicht durch? Ja, die sagen nur Anwohner, keine Helfer mehr, du willst ja jedenfalls helfen. Und dann lass ich ja nicht durch. Das ist, echt? Ist das? Ja, also ich habe eben gekämpft, ne? Und dann haben die hier weggeschickt und ja, und dann habe ich mich gedreht und dann habe ich noch einen Anlauf genommen und dann habe ich schon ein bisschen mal geschimpft. Und dann haben sie dann doch durchgelassen, aber dann sind die schon mit der Zeit mit dem Trecker dann. Du musst denen das sagen. Ich verstehe das nicht. Also ich höre das immer wieder, dass einige wieder weggeschickt werden. Also nochmal bitte hier, Polizei, lass die Jungs, ihr habt einen Werkstattwagen. Das sind für mich oder für uns hier die systemrelevanten, sagt man so schön, ne? Ja, genau. Ja, aber das ging ja nicht. Dann haben sie drei Stunden zum Nürburgring gefahren, ne? Den ganzen Tag kaputt. Der Traktor stand den ganzen Tag deswegen. Ne? Weil die dich nicht durchgelassen haben? Ja, kam nicht durch. Das war schon ein bisschen doof, ne? Ja. Also, bitte, ein kurzes Video machen wir jetzt nur nochmal an die Polizei oder sagt das bitte weiter. Lass bitte die Werkstattwagen durch. Du hast einen Tag jetzt, ein Trecker hat einen Tag gestanden, weil... Ja, ja, genau. Die sind ja zum Nürburgring gefahren, da ist wohl auch mal zum Flicken gewesen, keine Ahnung. Da unten in Altenahr war das. Da war wohl keiner. Ja, war auch kein Durchkommen dann, das war nicht gut. Also nochmal Aufruf an die ganzen, woran fehlt es hier? Du bist der Fachmann. Ja, so ein bisschen Organisation, dass vielleicht so ein Sammelpunkt hier irgendwo wäre, ne, wo man sich meldet und wo dann die Leute anrufen können, hier, ich habe das kaputt, komm dahin. Ich fahre den ganzen Tag hin und her, ich sage so im Auto, ne, ich konnte nicht genug reparieren. Ich hätte viel, viel mehr machen können, wenn ich mehr Info gehabt hätte dann. Ne. Ja. Das ist das Problem hier, die Kommunikation. Das ist aber schon viel besser geworden, wirklich. Ja, 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 hier viel, viel gut, besser, ja, geworden. Hier ist ja auch ein Sammelplatz dann. Und genau, also hier in Wolpertsheim ist es perfekt, würde ich mal sagen. Die anderen Orte kann ich dir nicht sagen, aber die werden ja jetzt erst erschlossen sozusagen. Ja, ja, ne? Ich bin hin und her gefahren, ne? Also das war ein bisschen doof zum Teil. Ne? Ja. Schade eigentlich, ne? Es geht viel Zeit verloren, wo du im Auto sitzt da, ne? Und willst helfen und ganz nicht. Tja, also nochmal ein bisschen Werbung für die Firma. Peter Stepprath kommt bei uns aus Gohr. Eine Firma, die sonntags abends um 11 Uhr kommt, aber nicht unbedingt montags morgens um 8 Uhr, weil der Peter gerne was länger schläft. Halb 8. Das war ein Spaß. 8 Uhr geht. Das war ein Spaß. 8 Uhr ist er dann da. Nee, vielen Dank, dass du hier bist und uns hier unterstützt, dass hier alles weiterläuft. Morgen, ne? Kommt mein Kollege. Echt? Auch wir wieder? Wir haben gesammelt. Ne? Du hast ein Auto gemacht mit Luft und sowas, da waren wir überall. Ja, das hat alles geklappt und wir machen das Auto morgen voll Schubkarren, Schaufeln, Besen, keine Ahnung, Arbeitsklamotten. Super. Mega. Also ich komme auch hier hin dann, weil hier ist organisieren. Ja, komm hier hin, hier ist schön ruhig. Hier gibt es auch schon mal ein Bierchen nebenan. Ja, ne? Ja, und eine Pommesbude. Ja, mega gut. Danke dir, Peter, wirklich. Herzlichen Dank. Soll ich dich heute Abend mitnehmen, was du machst? Nö, ich sitze, ich fahre nur Trecker hier. Ja, ja. Soll ich dich mitnehmen gleich, oder was? Nö, ich bin im Auto hier. Ich fahre mit dem Auto wieder zurück. Mit dem Werkstattwagen. Sonst könnte ich dich mitnehmen und morgen deinen nee, Jungen mitnehmen. Du musst ja neu beladen. Ach ja, stimmt. Ja, okay. Alles klar, dann... Euch alles Gute. Tschüss. Tschüss.